Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Obersteiermark Magazins. Was diese Woche so alles passiert ist, das zeigen wir Ihnen wie gewohnt in unserer Themenübersicht. Wir waren bei der Präsentation des Knittelfelder Kulturabos 2016, haben die Maturafeier der BHK Junburg besucht und uns im Interview der Woche mit Leonhard Madl in der Landwirtschaftskammer Murtal getroffen. Viel Kultur steht auch in Zukunft in Knittelfeld wieder am Programm, denn vor kurzem wurde das neue Abo präsentiert für 2016 und zum Teil auch für 2017 und da ist wirklich für jeden etwas dabei. Im Kulturhaus in Knittelfeld wurde vor kurzem das neue Abo-Programm für 2016 und 2017 im Zuge einer Pressekonferenz präsentiert. Das Knittelfelder Kulturreferat sorgt wieder für ein bunt gemischtes Programm, auf das man sich ab Oktober freuen darf. Ja, heuer wird es einen Auftakt geben mit der Louis-Spohr-Sinfonietta, einem klassischen Orchester, das zwar in unserer Region schon bekannt ist, unter der Leitung von der Frau Professor Magister Lore Schrettner. Und es wird klassische Musik geboten und es gibt dabei einen jungen Trompeter, der hervorragende Präsentationen schon gehabt hat und da wird es ein tolles Trompetenkonzert geben. Heuer gibt es eine Neuerung, auf das sich der Kulturamtsleiter Hannes Ott und die Kulturreferentin ganz besonders freuen. Ja, wir versuchen es und hoffen, es kommt gut an. Einen Ballettabend, und zwar wird das Ballett aufgeführt, das Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky mit dem sorbischen Ballett Die Metamorphosen der Liebe. Die drei verschiedenen Abo-Pakete bringen den Kulturinteressierten viele Vorteile und können, wenn man einmal verhindert ist, auch an andere weitergegeben werden. Das gesamte Kulturprogramm mit vielen weiteren Veranstaltungen für Jung und Alt sowie alle Infos zum Abo finden Sie auch auf www.knittelfeld.at. Dort finden Sie auch die Print-at-Home-Funktion für einen Online-Ticketkauf. Karten gibt es natürlich auch im MSM Kartenbüro und Kulturamt Knittelfeld. Vom Thema Kultur kommen wir jetzt zu den Reife- und Diplomprüfungen, denn die Professorinnen und Professoren der Bundeshandelsakademie und der Bundeshandelsschule Jugendburg luden kürzlich zur feierlichen Übergabe der Zeugnisse in die Schulaula ein. Sie haben es geschafft! Die Reife- und Diplomprüfungen bzw. Abschlussprüfungen. 63 Schülerinnen und Schüler der HAK Hass Junburg wurden im Rahmen einer feierlichen Zeugnisüberreichung nach erfolgreicher Schulkarriere ins Leben entlassen. Für die jungen Menschen öffnet sich damit ein großes Tor in die Zukunft, welches neue Herausforderungen bringen wird. Nach der Begrüßung von Frau Direktorin Magistra Sonja Hofer und Grußworten der Ehrengäste wurde von den Klassenvorständen mit sehr persönlichen und berührenden Worten die Zeugnisse an die Absolventinnen und Absolventen überreicht. Musikalisch wurde der Abend durch die Murtaler Streich umrahmt, durchs Programm für den Bürgermeister Gernot Esser. Die Zeit vor Reife- und Abschlussprüfungen ist ja etwas ganz Stressiges. Jetzt mit der Zentralmatura war es noch stressiger für Sie? Nein, wir waren sehr gut vorbereitet und das haben wir gewusst. Und wir haben gewusst, was unsere Schülerinnen und Schüler leisten können und das haben sie im richtigen Moment abgerufen. Und das habe ich ganz toll gefunden. Es war das Ungewisse, was so nervös gemacht hat. Aber wenn man dann im Prüfungssaal war und man hat die Frage gehabt und man hat sich vorbereitet, dann war es eigentlich recht okay. Anna, wofür hast du am allermeisten gebüffelt? Ja, eigentlich für Mathe und für Rechnungswesen und Betriebswirtschaft. Und ich wollte auch besonders in Rechnungswesen und Betriebswirtschaft auch gute Noten haben. Warum genau in diesen beiden Fächern? Weil mich die Fächer sehr interessieren und mich die Lehrer immer motiviert haben, dass ich wirklich gute Leistungen erbringen kann. Ein besonderes Highlight waren die Abschlussworte der Schülerinnen und Schüler, die einerseits mit Witz und Humor ein Resümee der vergangenen Jahre brachten, andererseits sich bei allen Beteiligten mit sehr rührenden Worten bedankten und das Publikum dazu brachten, ein paar Tränen zu vergießen.
Ganz Trofeiach trifft sich auf der Hauptstraße. So lautete das Motto am 18. Juni. Beim aktuellen Event Scout waren meine Kollegen für Sie vor Ort, um das bunte Treiben des Stadtfestes Trofeiach einzufangen. Hallo und herzlich willkommen hier in Trofeiach. Wir sind heute beim Stadtfest, beim ganztägigen Familienfest. Hinter mir, da ist schon ordentlich was los und wir werden uns jetzt für Sie ins Getümmel schmeißen und die besten Eindrücke sammeln. Einen kleinen Schritt von den Hauptattraktionen entfernt, haben wir hier ein wunderbares Kunstwerk, ein 3D-Straßenbild. Wie lange bist du schon am Werkeln heute? Seit 2 Tagen, aber nicht alleine mit meinem Partner Gregor Wosig. Und ihr macht das schon sehr lange? Ja, also 5 Jahre oder so. Okay. Es ist ja eine sehr vergängliche Kunst, das heißt, wenn es regnet, ist es weg. Sehr schade drum. Diesmal ist es mit wasserfesten Farben. Okay. Das hält länger, bis zum Winter. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht nervös, wenn wir in 50 Meter Höhe uns Trofeiach anschauen, dann würde ich jetzt lügen. Aber Sie wissen ja, für Sie machen wir alles und wir möchten Ihnen den besten Ausblick über das Stadtfest zeigen und ich hoffe, dass ich es aushalte. Wow! Auch die Einsatzorganisationen Rettung, Bergrettung und Freiwillige Feuerwehr ist hier vertreten und ich habe hier ein paar Feuerwehrler und vor allem Feuerwehrlerinnen. Mädels, wie lange macht ihr das schon? Ich ungefähr jetzt seit 2 Jahren und mir taugt es viel, also bin viel dabei. Ja, fantastisch. Und du? Circa 1 Jahr jetzt schon. Okay. Wie viele Mädels sitzen? Wir sind jetzt 3 Mädels im Aktivstand, haben aber bei der Jugend auch 2 dabei. Und schon schwere Einsätze gehabt? Jo, schwer, jo. Also immer dabei eigentlich, solange es geht. Herr Bürgermeister, das erste Stadtfest seit wann eigentlich? Ja, eigentlich schon seit längerer Zeit. Also Trofeiach ist 79 zur Stadt erhoben worden, damals hat es ein Riesending gegeben, dann noch 20 Jahre noch. Jetzt feiern wir demnächst dann 40 Jahre Stadt Trofeiach und jetzt so das erste richtige Innenstadtfest. Auf der ersten Bühne da nicht nur traditionelle Musik, sondern interkulturelles. Das ist ja etwas, was die Stadt belebt, nehme ich jetzt einmal an. Und was einfach merkst, da ist Blut und Feuer drinnen. Genau, um das geht es, Blut und Feuer für unsere Innenstadt zu erzeugen. Und wir wissen, dass das nicht mehr so ist wie früher mit dem Handel und so. Das heißt, wir denken die Stadt, die Innenstadt als Bewegungszone, ja, wo sich Menschen, wurscht ob jung oder alt, ob Männer, Frauen, dick, dünn, da geboren, im Ausland geboren, treffen und gemeinsam feiern und das ist der richtige Weg. Gewerbetreibenden beim Stadtfest in Trofeiach, von Optiker über Friseuren, Modegeschäfte,
Handyshop, wie ich da sehe, alles vertreten. Das heißt, in Trofeiach kriegen wir alles, was wir brauchen. Ich sage mal im Großen und Ganzen, zu 95% bekommen wir in Trofeiach wirklich alles. Das ist ja heute Weltklasse, oder? Super. Also ich kann Ihnen nur herzlich gratulieren, die Leute, die gekommen sind. Also ja. Stimmung passt, Musik passt, perfekt. Essen. Von der Musik haben wir noch nicht viel gehört, aber das wird schon noch kommen. Ja. Scheint's, Festl? Ja, sehr schön. Gemütliche Leute, man sieht es, das ist ja ganz eine gemütliche Truppe. Ja. Urig vor allem, gell? Ja, wir waren gerade am Berg und das ist am Weg gelegen und das ist so eine Gaudi, oder? Tolles Festl. Super Trofeiach. Von der Sonnseiten hab ich grad da rum. A Haberleiden hab zwei Gas in Stall und zwei Bäcke im Flur. Kassenfutter hab ich so weit genug. Ich hab zwei Gas in Stall und zwei Bäcke im Flur. Kassenfutter hab ich so weit genug. Wenn ich's aufdenk auf mein junges Leben, wo ich's überall bin umeinander gelegt, dann heib und dir und in Hähnerstall, was der Deichsel nicht wo überall. Ob hinterm heib und dir und in Hähnerstall, was der Deichsel nicht wo überall. Wir sind wieder am Ausgangspunkt angelangt. Das erste Trofeiacher Stadtfest haben wir hinter uns. Ein traditionelles Fest, ein interkulturelles Fest. Tolles Essen, tolle Musik. Und ich bin mir ganz sicher, die Trofeiacherinnen und Trofeiacher warten auf eine Wiederholung nächstes Jahr, wo wir natürlich wieder für Sie mit dabei sind. Wir bleiben im Bezirk Leoben und zwar beim heurigen 27. Oberland-Lackiertag, der auch vergangenes Wochenende stattfand. Und es wurde ein Fest des Brauchtums für Jung und Alt. Hilfreich sein, alle Zeit. Getreu diesem Motto steht die Unterstützung bedürftiger Mitmenschen im Zentrum der Vereinsaktivitäten der Oberlandler Leoben. Am Wochenende fand auf der Massenburg in Leoben der 27. Oberlandler Kirchtag statt. Es ist ein Kirchtag mit viel Tiefgang, mit starken Wurzeln, mit Brauchtum, mit Tradition und alles, was wir da heute gemeinsam konsumieren, kommt in die Kasse der Oberlandler und damit können sie wieder soziale Hilfsmaßnahmen finanzieren und sozusagen, glaube ich, schließt sich da der Kreis. Es ist insgesamt etwas Gutes, was wir gemeinsam hier machen. Mautern war dieses Jahr die Partnergemeinde und so wurde das Fest durch das Bläserquartett Mautern eröffnet. Bürgermeister Andreas Küberger gab einen Salutschuss ab und die Musikkapelle Mautern umrahmte das Fest musikalisch. Ja, ich sage schon, dass man das ganze Brauchtum, dass man den ein bisschen beibehält und dass man immer wieder gern zurückkommt nach Österreich, wenn man viel in der Welt herumreist. Dann zieht es dann einfach immer wieder heim und da gefreut sein, dass man dann das Altbewährte hat, das was einfach da so Tradition ist und dass man das in die Welt hinaus transportieren kann ein bisschen, ja. Ich sehe da eine beeindruckende Kette. Was sehen wir da? Das ist die Großbauernkette und ich habe die Ehre, dieses Vereinsjahr, es wird jedes Jahr gewählt, Großbauer sein zu dürfen. Und es gibt in Österreich nur 5 Oberlandlervereine. Der älteste Verein ist Graz, dann kommen schon wir, dann die Rennfelder zu Bruck, dann ein Bruderverein in Knittelfeld und die jüngsten ist die Villacher Bauerngemeinde. Die sind jetzt, glaube ich, 105 Jahre alt. Und auf dieser Kette sind die 5 Abzeichen der Vereine verbunden. Auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer besuchte das festliche Treiben und die Gäste der Veranstaltung erlebten wie jedes Jahr einen traditionsreichen Kirchtag. Wir von Kanal 3 stellen dich und dein Talent ins Zentrum. Und am 5. Juli gibt es das nächste Mal die Möglichkeit, sich für den 180er Gig der Woche anzumelden, bevor es in die Gig-Sommerpause geht. Alles über die Infos und die Anmeldung haben auch die Band Knackquatschen für euch. "180 Sekunden, eine Bühne, dein Talent." Kanal 3 sucht euch. Wir sind Knackquatschen, liebe Proberaumsitzer, kommt's außer aus euren Proberäumen, stellt euch auf die Bühne, ihr habt da eine gute Chance, dass ihr mitmacht, dass ihr ein bisschen bekannter werdet. Das wird, glaube ich, nicht so schlecht. Meldet euch beim Kanal 3 180er Gig. Viel Spaß, viel Glück. Infos gibt's unter gig.kanal3.tv.
Das war eine gute Idee von dir. Einfach chillen und Fernsehen. Bei mir daheim ist der Fernseher finster. Du, das analoge Fernsehen wird in ganz Österreich abgeschaltet. Mein digitales Fernsehen haben übrigens die Jungs von den Stadtwerken Judenburg installiert. 24 Stunden. Für Sie da. Es gibt Menschen, die nicht an Grenzen glauben, weil Grenzen nur in unseren Köpfen existieren. Sie sind mutig, selbstlos und vor allem eins, durch nichts aufzuhalten. Neues beginnt, wo Grenzen enden. Der neue Audi Q7. Jetzt Probefahren im Autohaus Neubauer in Eichdorf. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Der Volvo V40. Jetzt ab 89 Euro im Monat leasen. Jetzt Probefahren im Autohaus Kinzel in Judenburg. In Knittelfeld findet am Samstag, dem 9. Juli, wieder ein Freiluftkino am Hauptplatz statt. Hier kann man bei freiem Eintritt einen schönen gemeinsamen Filmeabend genießen. Ab 17 Uhr wird ein Kinderfilm gezeigt und der Familienfilm beginnt um 20.15 Uhr. Dazwischen gibt es einen Auftritt der Band Extendable. Alle Infos zu den Filmen finden Sie auch unter www.knittelfeld.at. Der 27. Judenburger Sommer findet heuer von 8. bis 23. Juli statt. Zahlreiche nationale, internationale und regionale Künstlerinnen und Künstler, inklusive dem Münchner Liedermacher Konstantin Wecker, geben ihr Gastspiel. Karten und Informationen zu allen Veranstaltungen erhalten Sie im Tourismusbüro Judenburg, in allen Ö-Ticket-Filialen sowie im MSM-Büro Knittelfeld. Der erste Feriensonntag, der 10. Juli, steht ganz im Zeichen des zweiten Winterleiten-Kirtags, natürlich auf der Winterleitenhütte. Ab 10 Uhr heißt es aufzirbeln mit zünftiger Musik, traditionellen Plattlern und einigen Tanzeinlagen. Köstliche kulinarische Schmankerl dürfen dabei nicht fehlen und für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm mit Zirbelix. Ein buntes Programm, das den Winterleiten-Kirtag perfekt abrundet. Für unser Interview der Woche waren wir zu Gast bei Diplom-Ingenieur Leonhard Madl, dem neuen Kammerobmann der Bezirkskammer Murtal. Und mit ihm plauderten wir über seine neuen Aufgaben. Erfrischende Momente beim Interview der Woche wünscht Ihnen die Therme Aqualux.
Für unser Interview der Woche sind wir heute bei Diplom-Ingenieur Leonhard Madl, neuer Kammerobmann der Bezirkskammer Murtal. Hallo Leo. Schönen guten Morgen. Schön, dass wir da sein dürfen und dass du dir ein bisschen Zeit für uns genommen hast. Leo, Ökonomierat Matthias Kranz war ja der längst dienendste Kammerobmann Österreichs. Nach 30 Jahren hat er sein Zepter jetzt an dich übergeben. Wie geht's dir mit dieser Aufgabe? Also ich bin jetzt mittlerweile genau 3 Monate quasi in Amt und Würden. Also am 10. März war die offizielle Staffelübergabe von Matthias Kranz an meine Person. Es ist eine sehr spannende Tätigkeit, eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, aber auch eine sehr vielfältige Tätigkeit. Und wie soll ich sagen, die gewissen Grundzüge lernt man ja relativ schnell, also da kommt man schnell rein. Aber dann bei den Feinheiten differenziert sich es dann natürlich ein bisschen. Und im Großen und Ganzen sage ich aber, ich bin gut eingearbeitet schon und freue mich natürlich noch auf die Herausforderungen, die ja die nächsten Monate auf mich zukommen werden. Das heißt, wenn du von den Aufgaben sprichst und von den Tätigkeiten, was sind jetzt die Tätigkeiten eines Kammerobmanns? Ne, die Kammer für Land- und Forstwirtschaft ist ja generell die Interessensvertretung für die Grundeigentümer, für sämtliche Grundeigentümer. Also wir haben knapp 6.000 Grundeigentümer im Bezirk und 2.000 landwirtschaftliche Betriebe. Und die Aufgabe ist eben, diese zu vertreten. Und da geht es vor allem darum, einerseits um beratende Tätigkeiten, aber auch natürlich gerade in der jetzigen Zeit wird es immer mehr Rechtsbeistand zu geben, spezielle Fragen bei Hofnachfolge zu klären, aber auch wenn es darum geht, wie kann ich vielleicht meinen Betrieb fit für die Zukunft machen, welche Standbeine wären vielleicht sinnvoll zu stärken, welche Standbeine wären sinnvoll neu zu lukrieren und welche Standbeine sind vielleicht sinnvoll, dass man sie nicht mehr weiterführt in Zukunft und dass das Gesamtkonzept landwirtschaftlicher Betrieb quasi überlebensfähig bleibt. Und natürlich als Kammerobmann ist man da immer der erste Ansprechpartner vor Ort. Also die Handynummer ist dann sehr schnell die Runde gegangen. Also es erreichen einen dann sehr viele Anrufe auch. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Also der direkte Kontakt eben zu den Landwirten. Und als Kammerobmann macht man natürlich zusätzlich zu den Mitarbeitern auch noch die politische Vertretung. Mhm. Also man ist dann quasi das Bindeglied auch ein bisschen zwischen Bezirk und Land aus Sicht der Kammer, aber auch auf Sicht der politischen Ebene. Mhm. Okay. Du bist ja selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen, das heißt der Zugang zur Landwirtschaft ist ja von Kindesbeinen an in die Wiege gelegt. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst als Kind, wolltest du immer schon Landwirt werden oder hast du andere berufliche Präferenzen gehabt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kindheit am Bauernhof ist natürlich eines der schönsten Erinnerungen, die man quasi in seinem Leben haben kann oder mitnehmen kann. Und für mich war es immer ein Traumberuf, Landwirt zu sein. Das war für mich eigentlich, ich habe 3 Schwestern, das war vielleicht irgendwie von früher noch, ich sage mal ein bisschen so mit, dass quasi der Sohn oder der Stammhalter quasi den Hof übernehmen soll. Aber es war trotzdem bei mir immer auch der persönliche Wunsch, dass ich das mache. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich freut, wenn man den Beruf ausüben darf. Landwirt zu sein ist sicher der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Man ist quasi sein eigener Herr, man arbeitet immer mit und für die Natur und man kann sich quasi selbst Ziele setzen und auch muss dann dafür sorgen, dass man diese Ziele auch erreicht oder erreichen kann. Und wie gesagt, es ist einfach eine Freude, jetzt, wenn ich schon sehe, meine Kinder, ich habe selbst 3 Kinder, wie die am Hof aufwachsen, mit welcher Freude die eigentlich, wie sollte man sagen, das Leben, die Natur bewundern dürfen und auch quasi von Anfang an spüren und erleben dürfen. Ein Fotoshooting für den Jungbauernkalender 2017 hat ja bei dir oder bei euch am Hof stattgefunden. Erzähl uns einmal, wie ist das vonstatten gegangen? Naja, das war eigentlich ganz eine spontane Geschichte. Es ist ein Betrieb in der Steiermark ausgefallen, also wo dieses Fotoshooting hätte stattfinden sollen. Und dann sind wir quasi kurzfristig eingesprungen. Und insgesamt hatten wir dann das Glück, dass wir 4 Sujets am Hof machen konnten. Also 2-mal für die Girls Edition und 2-mal für die Main Edition.
hat insgesamt einen Nachmittag und einen Vormittag gedauert, also waren über Nacht da. Das war einfach ein Erlebnis, das zu sehen, wie das abläuft, mit welcher Professionalität. Ich sage, allein nur das Schminken, das hat im Schnitt ungefähr eine Stunde pro Model gedauert, bis die hergerichtet waren, dann bis natürlich auch der Platz gepasst hat, wo das Foto dann gemacht worden ist, bis wirklich jeder Handgriff, jede Stellung, ich sage auch im Hintergrund, jedes Grashalmchen fast an der richtigen Stelle ist. Also das war schon ein Erlebnis. Und der Jungbauernkalender an sich ist halt nach wie vor ein sehr wirksames Medium und auch die Jungbauern nutzen das, dieses Medium natürlich, dass über den Jungbauernkalender auch natürlich ihre Anliegen, Wünsche, Beschwerden, also sprich landwirtschaftliche Botschaften der breiten Bevölkerung vermitteln dürfen. Und gerade so wie bei uns im Bezirk ist es nach wie vor, der Jungbauernkalender ist quasi ein gern gesehenes Weihnachtspräsent. Also wir teilen den immer fleißig aus für unsere Gönner, Unterstützer und Förderer. Und weil wir jetzt auch wirklich aus Eppenstein den Christoph Grossegger als Model dabei gehabt haben und insgesamt 6 Steirer im neuen Kalender vertreten sind, werden wir im Bezirk auch im Herbst eine eigene Jungbauernkalenderpräsentation dann abhalten, um diese, wie sollte man sagen, Models und das ganze Projekt ein bisschen zu würdigen und ein bisschen Spaß in die ganze Sache zu bringen. Das heißt, nächstes Jahr, also für 2018, übernächstes Jahr, werden wir dich dann sehen? Nein, da bin ich schon so alt, weil übernächstes Jahr bin ich schon 35 und dann darf ich mich nicht mehr bewerben. Zurück zum Thema Landwirtschaft, jetzt die Milchpreisdebatte ist ja in aller Munde. Was sind die Forderungen und die Anliegen der Bauern der Region? Also generell ist zum sagen, dass die aktuelle Preissituation in der Landwirtschaft äußerst schlecht ist. Also das ist jetzt nicht nur die Milch, sondern das betrifft genauso die Schweinebauern, aber auch Obst und Gemüse, wenn man da die Preise der letzten Jahre anschaut. Also das geht sehr stark an die Substanz der landwirtschaftlichen Betriebe und natürlich an die Existenzen dieser Familien. Ich glaube generell zum Fordern ist, dass man ein bisschen eine Bewusstseinsbildung innerhalb der Konsumentenschaft wieder erzielt, warum es wichtig ist, dass wir regionale Produkte kaufen. Wenn ich jetzt natürlich da an unseren Bezirk denke und die Milch, wir haben die Obersteirische Molkerei quasi vor der Haustür, ein Top-Unternehmen, ein Vorzeigeunternehmen, das wirklich qualitativ hochwertige Produkte produziert und natürlich mit dem Käse schon sehr viele Titel, Weltmeisterschaften etc. gewonnen hat. Wenn man da her schaut, Murtaler Steirerkäse, wir sind in der Genussregion des Murtaler Steirerkäses und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Konsument das erkennt. Was für einen Nutzen hat er, wenn er dann auch wirklich regionale Produkte kauft und jetzt nicht zum Beispiel eine irische Butter, sondern eine heimische Butter. Das ist einerseits, ich erhalte die landwirtschaftlichen Betriebe in der Region. Und andererseits, ich stütze aber auch die Wirtschaft. Und wenn ich jetzt an das Unternehmen Obersteirische Molkerei denke, wenn in unserem Gebiet keine Milchbauern sind, sind ungefähr bei den 700 Personen dann arbeitslos, wenn es die Molkerei nicht gibt. Und ich glaube, das muss uns dann allen bewusst sein, dass es nicht immer nur um den Landwirt geht, sondern auch sehr viele nachgelagerte, verarbeitete Betriebe mit im Boot sind, wo dann auch vielleicht der eine oder andere Arbeitnehmer quasi um seinen Job umfällt. Und zur Milchdebatte generell ist es so, dass der Preis, der derzeit eben herrscht, wirklich gesagt ein Wahnsinn ist. Also wir sind quasi unter den Produktionskosten und gerade unser Bezirk ist schwerpunktmäßig rinderhaltend, also 2/3 der Betriebe haben Rinder und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man da ein klares Zeichen setzt und diese auch unterstützt und vor allem uns muss auch bewusst sein, dass es nicht immer nur geht, Landwirt ist ein Förderungs- oder Subventionsempfänger, sondern ich glaube, man muss den Mehrwert Landwirtschaft auch erkennen. Ich denke da jetzt gerade unsere Region mit der Almwirtschaft, also sprich Tourismus. Wenn es uns rinderhaltende Betriebe nicht gibt, werden die Almen nicht mehr gepflegt, die Almen nicht mehr bewirtschaftet und dann kommt quasi nach dem Vieh nur mehr der Forst. Und ich glaube, wenn unser Gebiet da zum Beispiel nur mehr beforstet ist oder stark bewaldet ist, ist es touristisch nicht mehr interessant. Und ich glaube, da muss es uns auch gelingen, dass der Mehrwert Landwirtschaft wirklich erkannt wird, warum es wichtig ist, dass wir diese Strukturen erhalten. Und wir haben kleine Strukturen, das heißt, wir können uns mit den großen Produktionsländern nicht matchen, weil es einfach nicht geht. Wir sind teilweise im Berggebiet, also
extreme Produktionsbedingungen und da kann ich meine Produktion nicht von heute auf morgen verdoppeln, weil einfach die Flächen nicht da sind, beziehungsweise die Arbeitskräfte auch nicht da sind. Und darum, unsere qualitativ hochwertigen Produkte müssen einfach einen dementsprechenden Preis erzielen, dass man sagen kann, okay, der Landwirt bekommt für sein Urprodukt genug, damit er seine Familie halten kann. Straußenzucht. Ja, das heißt, auf deinem Hof hast du nicht nur Rinderwirtschaft und Forstwirtschaft, du züchtest auch Strauße. Wie bist du zu Strauße gekommen? Also ich habe den elterlichen Hof 2010 übernommen und ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, wir sind in unserem Gebiet kleinstrukturiert, teilweise Nischenproduzenten und für mich selbst war damals eben auch klar, ich muss irgendein Standbein für den Betrieb finden, wo ich sage, das passt, das ist vom zeitlichen, vom Arbeitsaufwand etc. zum Händeln und auch zum Umsetzen und natürlich sollte das eine Schiene sein, wo man sagt, okay, es bleibt auch etwas zum Leben über. Und da haben wir uns natürlich sehr viele Alternativen angeschaut. Damals, das war jetzt vor 10 Jahren, haben wir mit den Straußen begonnen. Damals war natürlich das Hochlandrind noch in aller Munde, die klassische Mutterkuhhaltung etc. Das waren so die Konkurrenten dazu. Und wir sind dann aber zufällig auf den Strauß gestoßen. Also das habe ich mit meinem Vater gemeinsam noch gemacht. Wir waren dann irgendwie beide fasziniert von den Tieren an sich, aber auch fasziniert von dem Gesamtkonzept, also wie man sie halten kann, dass wir uns dadurch ein bisschen mehr Zeit freispielen. Und eigentlich, wie sollte man sagen, ich komme mit meinen eigenen produzierten Futtermitteln am Hof aus. Also ich muss da jetzt da nichts zufuttern, nichts zukaufen, sondern ich kann das, was ich am Hof produziere, reicht, dass der Strauß quasi nach einem Jahr das Schlachtgewicht erreicht hat. Und das hat uns irgendwie auch fasziniert. Und ganz positiv natürlich, jetzt machen wir es 10 Jahre und in den 10 Jahren war wirklich noch nie ein Tierarzt am Hof. Und das ist natürlich für mich persönlich, ich bin jetzt kein Biobetrieb, sage ja, aber wir schauen trotzdem, dass wir nachhaltig wirtschaften. Und das macht mir dann schon Freude, wenn du sagst, das ist wirklich, das Tier ist Natur pur. Mein Magen knurrt schon. Ich freue mich schon auf den guten Käse, den wir da am Tisch liegen haben. Aber zu guter Letzt möchte ich dich noch bitten, dass du unseren Kanal 3 Fragebogen vervollständigst. Mhm. Ein guter Morgen beginnt für mich mit einem guten Frühstück. Mhm. Meine Strauße füttere ich zur Musik von Andreas Cavalier. Für unsere Landwirte wünsche ich mir, dass für die Zukunft die Wertschätzung ihrer Arbeit gegenüber wieder quasi zustande kommt und die Konsumenten erkennen, warum es wichtig ist, dass wir unsere heimischen Landwirte auch in der Zukunft weiterhin haben. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das interessante Interview. Im Namen von Kanal 3 alles, alles Gute für die Zukunft, für dich als Kammerobmann, aber natürlich auch privat und vielleicht wird es mit dem Fotoshooting nächstes Jahr doch noch was. Dankeschön. Danke, es hat auch mir sehr großen Spaß gemacht. Weiter geht's jetzt mit einigen Kurznews. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelski, Bauleitung Murtal. Die steirischen Schulmeisterschaften im Aquathlon wurden vor kurzem in Knittelfeld ausgetragen. Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler aus 23 verschiedenen Schulen der ganzen Steiermark nahmen daran teil. Beim Aquathlon zeigten sich die Vertreter aus dem Murtal von ihrer stärksten Seite und belegten zahlreiche Stockerlplätze. Die Vorrundenspiele des Zirmland Tennis Cup 2016 gehen diese Woche zu Ende. Und bei den Herren stehen die Gruppensieger für das Finale am 9. Juli schon fest. Die Murtal Büffel aus Knittelfeld, Sieger gegen DC Möbersdorf, SF Maria Buch, Bölls und Vonsdorf und die Naturfreunde Vonsdorf, Sieger gegen DC Obdach, Stehwerk und Apfelberg, stehen als Gruppensieger fest. Bei den Damen haben noch 3 Mannschaften die Möglichkeit, das Finale zu bestreiten. Dies sind DC Obdach, Askö Bölls und DC Unsmarkt. Das war unsere aktuelle Ausgabe von Kanal 3 Obersteiermark. Sie haben eine Sendung verpasst oder möchten einen Bericht noch einmal sehen? Dann besuchen Sie unsere Homepage auf www.kanal3.tv. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.